12 und er so 40. Was geht, Freunde der Außenwelt? Ihr Switch Rewind, let's rock! Nachdem Carina erst bei McDonald's, dann im Dönerladen, dann bei der Tankstelle, dann im Taxiunternehmen, dann bei Edeka, dann im Weihnachtsladen, dann als Ärztin, alles dann im bekannt. Restaurant, dann als Kinokartenverkäuferin, dann im Schönheitssalon, schon Weihnachten, dann als Alter. Mitarbeiterin, dann bei der Deutschen Bahn, dann als Psychologin, dann im Burgerladen und dann als Hessierin rausgeflogen ist, hat sie nun Oh, es geht einen los. neuen Job! Es wird immer länger. Es wird. Carina arbeitet bei der Es ist ja. Tourismusinformation. Ja. Viel Spaß und gute Ja. Unterhaltung Ja. bei Carina bei der Arbeit. Na, jetzt geht's Ja, los. guten Tag. Warte mal, ich mach das jetzt anders. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir schwitzen rüber und let's cook. Carina bei der Arbeit. Oh ja. Ja, guten Tag. Ich habe im Zentrum das Portemonnaie hier gefunden. Oh, Im cool. Zentrum? Das müsste heute eigentlich geschlossen sein. Nee, war alles auf. Könnte ich das bei Ihnen hier ab. Das ist, wie gesagt, die beste Touristeninformation, die es gibt. Die weiß nicht mal, wann, wo, wir, was offen ist. Abgeben? Das Portemonnaie, das haben Sie also gefunden, ja? Ja? Genau, lag Vielleicht hat's ja Corona. mitten auf der Straße. Ist denn noch Geld drin? Nee, gar nichts. Nur Führerschein und eine Dönersammelkarte, glaube ich. Oh, eine Döner-Sammelkarte. Das ist, bei uns gibt's die gar nicht mehr. Gibt's die überhaupt noch irgend? Naja, wenn es sagt. Nun geben Sie es schon zu. Was? Na, nun geben Sie es schon zu! Ach so, dass Was soll das ich Geld zugeben? genommen Das mit hat. dem Geld? Ja. Was meinen Sie? Ich werde der Polizei nichts verraten. Großes Carina-Ehrenwort. Ich würde nicht drauf hoffen. Oh nein. Das ist schwer. Glauben Sie ernsthaft, ich habe mir das Geld aus dem Portemonnaie genommen als Finderlohn? Nein. Okay, dann ist es ja eigentlich nur fair. Er hat sich seinen Finderlohnanteil schon mal rausgenommen. Ich werde damit einverstanden. Also, wir auch hoffen. Sie haben das Portemonnaie geklaut. Wie bitte? Sie sind ein Klauer. Also. Ey, das ist aber eine gute Idee, ne? Ich glaube, das Portemonnaie und bring's wieder als Findel zurück. Das ist cool. Ey, ich weiß meine neue Berufung. Wen haben Sie denn beklaut? Ich habe niemanden beklaut. Ich habe dieses Portemonnaie auf der aus dem Straße Ausflug gefunden und ist wollte es hier bei Ihnen entstiegen. abgeben. Aber was soll ich denn damit? Wie? Na, ist doch kein Geld mehr drin. Gute Frau. Beste Touristeninformation, Alter. Das wäre mir neu. Entweder Sie nehmen das hier jetzt entgegen oder ich bringe es zur Polizei. Lieber nicht zur Polizei. Wieso? Ihre Fingerabdrücke sind doch noch drauf. Ich raste gleich aus. Das würde ich als Kompliment nehmen. Wissen Sie überhaupt, was ich von Ihnen Oh, möchte? fuck. Meine Nerven strapazieren und glauben Sie mir, das tun Sie verdammt gut. So, Moment. Das ist kein Alkohol, ne? Nur so zur Info. Herr Andreas Möller, kennen Sie den? Noch nie gehört. Können Sie rausfinden, wo der wohnt? Ich bring's ihm persönlich vorbei. Ich darf keine Adressen rausgeben. Wegen Datenschutz. Naturschutz. Ach, völlig über. Weiter was? Wegen Natur? Ach, deswegen geben die nie Adressen raus, wenn du mal hoch zur Stadtverwaltung gehst und fragst, wo der und das und die wohnen. Wegen Naturschutz, das erklärt so einiges. Mensch, und die sagen mir immer wegen Datenschutz, scheiß Lügner, Alter. Übersehen, hier sind ja doch 100 Euro drin. Da sind noch. Gut, ich bringe das jetzt zur Polizei. Andreas Möller! Mein guter Freund Andreas Möller, natürlich! Jetzt kennen Sie ihn also doch. Andreas Ja. Möller! Mit dem bin ich zur Schule Sehr gegangen. Herr Möller ist 72 Jahre alt. Er war damals schon der Älteste in der Klasse. Wir waren. Wie alt, mit welchem Alter sind Sie eingeschult worden, Alter? Waren so 11, 12 und er so 40. Der jüngste 40-Jährige, den es in der Klasse gibt. Was zum. Geben Sie mir einfach das Portemonnaie. Ich bin zu Andreas Möller, meinem guten Freund Andreas Möller. Nein. Okay. Geben Sie es mir. Nein. Geben Sie mir das Portemonnaie. Auf keinen Fall. Geben Sie es mir einfach. Nein. Geben Sie mir das Portemonnaie. Vergessen Sie es. Portemonnaie. Nein. Bitte. Nein. Geben Sie mir das Portemonnaie. Nein. Geben Sie es mir einfach. Ich bring's ihm. Nee, ich mach. Sie wollen nur das Geld. Geben Sie mir das Portemonnaie. Nein. Geben Sie es mir einfach. Unglaublich. Portemonnaie. Also, Geld. Ich. Geld, ich will Geld. Ich gehe zur Polizei. Warten Sie. Ich Geld, ich will Na Geld. gut, es ist ja Ihr. Ey, wenigstens hat es jetzt zugegeben, ne? Also, Ihre Entscheidung. Aber bevor Sie gehen, müssen Sie hier noch bezahlen. Was? Na, meine Beratung hier. Was? Ja, das ist geil. Touristeninformationen, und dann darfst du noch blechen. Und bestimmt 100 Euro. Okay, wie viel? 106,75 €. Ja, vor allem 106 Euro. Carina bei der Vor allem mies, Arbeit. Alter. Moin, moin, ich habe mal eine Frage. So sehen Sie. So setze ich meine Mütze. Das geht zwar bei der nicht, aber ich würde es genauso machen. Einfach so offen lassen, weil der Schädel zu groß platzt. Auch aus. Bitte schießen Sie los. Ja. Also meine Freundin und ich haben. Sie haben eine Freundin? Ja, okay, weiter. Also meine Freundin und ich, wir haben uns gefragt, wo man hier in Westerburen mal ein bisschen
auf den Putz hauen kann, mal ein bisschen feiern kann. Wesselburen gehört zu den größten Partymetropolen Dithmarschens. Ach, wirklich? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben morgen unseren Sommerabend an der Kirche. 18 Uhr geht's los. Oh, cool. Okay, das hört sich ja gut an. Da werden wir bestimmt dann mal vorbeikommen. Ja, ist aber leider ohne alkoholische Getränke. Ja, aber das dann für eine Party, Alter, ohne Alkohol? Da kannst du keine Party machen. Das geht doch nicht. Oh, wieso? Gab's da mal Ärger? Nee, wegen Naturschutz. Jetzt gibt's sogar keinen Alkohol wegen Naturschutz. Sehr gut. Und leider sieht's auch mit Musik schlecht aus. Musik gibt's auch nicht? Wegen der asiatischen Doppelschnipfe. Den Vogel, den gibt's hier? Unglaublich, oder? Aber eine Party ohne Alkohol und Musik, ich weiß nicht. Und das ohne ist keine Party mehr, das ist, wie kann man das nennen? Ein geselliges Treffen zum Einschlafen. Was ist denn da überhaupt geplant? Gibt's da überhaupt irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Hört sich nichts. Also einfach nur ein Sleeping-Treffen. Perfekt. Der einladend an. Hab ich dem Bürgermeister auch schon gesagt, aber der hört ja nicht auf mich. Und Sie sind sich aber schon wirklich sicher, dass es diesen Sommerabend auch wirklich gibt? Sind Sie sich überhaupt sicher, dass Sie wirklich eine Freundin haben? Was soll das denn heißen? Aber gut. Dumm und dumm gesellt sich gern. Also es ist... Die arbeiten nicht lange dort. Der Nächste, bitte! Voll frech. Ach, das war schon. Na gut, war trotzdem richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. Dies sind verabschiede mich und bin damit raus.